Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Auf dem Weg zum Penny. Es war gerade richtig anstrengend. Ich habe ja euch vor ein paar Tagen, was heißt paar Tagen, vor ein paar Wochen, da wo ich meinen ersten YouTube verpasst habe, das Studio gezeigt. Und da musste ich ja üben für die Show, die wir drehen. Unsere eigene Show in unserem eigenen Studio. Und dann durfte ich die halt auch drehen, aber da hatte ich noch einen, der mich beaufsichtigt und dann so eine Art Fahrlehrer, so wie Autofahren mit Fahrlehrer. Und jetzt gerade musste ich die selber drehen. Das war echt stressig. Es gab noch andere Probleme mit dem Ton, mit den Videos und so. Aber war cool. Das Video ist wahrscheinlich noch nicht, die Show ist wahrscheinlich noch nicht fertig, wenn ich das Video hier hochlade. Deswegen blende ich mal nichts ein wahrscheinlich. Vielleicht blende ich noch Teil der Show ein. Auf jeden Fall habe ich ein paar Fehler erstmal entdeckt. Ich hoffe, das passt so. Was werden wir heute machen? Erstmal Zapdos fangen, das letzte Zapdos, und danach kommt Arktos. Darüber reden wir noch ein bisschen und dann blende ich wahrscheinlich den Pinsel Raid ein. 3er Solo habe ich gemacht und werde ein bisschen drüber gehen, wieso Pinsel mein Liebling ist. Ja, jetzt erstmal zu meinem neuen Liebling, Penny. So. Setz mich mal. Geh mal kurz. So, fangen wir unser letztes Zapdos. Moment, Shiny Check. Okay. Fangen wir unser letztes Zapdos für eine Weile. Danach kommt Arktos. Die Quests passen sich dann auch wieder an. Und da kommt dann, was habe ich gelesen? Sepa und was weiß ich. Moment, wir können es ja eigentlich hier lesen. So. Sepa. Yuga, Kingler kommen dann als Belohnungen. Aber falsch. Hier holen wir uns das Zapdos ab. Ich brauche noch einen guten. 3 Sonderbonbons. Das ist geil. Ich brauche noch ein gutes. Tati hatte echt Glück. Lavados 100 aus der Quest bekommen. Zapdos 98. Also schauen wir mal. Und komm, Team Instinct, gib mir. Ich glaube, den habe ich schon 3-mal. Gelbe. Ne, 91 habe ich. Alter, alle gleich schlecht. 91, 92, 81, 82. Leider alles nur um den Dreh herum. Schreibt unten in die Kommentare, was euer bestes Zapdos ist, außer Quest. Naja. Nächstes Arktos. Es gibt so ein, nicht Gerücht, aber so eine, auch nicht Theorie, so ein Wunsch. Und zwar kam ja zuerst Lavados und der ist auf Englisch Moltres. Tres steht für 3. Und dann Zapdos. Dos steht für 2. Und jetzt kommt Arktos, Arctic Uno. Uno 1 offensichtlich. Und das ist so ein, irgendwie so ein Countdown. 3, 2, 1. Die Frage ist jetzt, die Frage ist jetzt, was kommt bei der 0? Was kommt beim Bam? 3, 2, 1, Bam. Was kommt dann da? So. Schlecht geworfen, aber trotzdem drin geblieben. IV-Check. Oh ja, oh ja. Der ist schlecht. Aber wir können trotzdem mal reinschauen in die Zapdos-Sammlung. Zapdos. 14, 11. Ja, das war mein Bester. Das war gar nicht so schlecht. Ich glaube 91 oder 93. Wahrscheinlich eher 91. Naja, das waren die 4. Das war sogar mein schlechtester von allen. Eieieiei. Und ein legendärer irgendwo. So, kleiner Sprung in die Zukunft. Das ist der nächste Tag. Und Gesteins-Event Abenteuerwoche läuft bereits. Bis zum 5. Juni. 5.6. Das wurde gestern Mittag irgendwann angekündigt und gestern Abend hat es dann auch schon direkt angefangen. Wir haben einen Livestream dazu gemacht. Live während des Streams hat das Event angefangen und da haben wir auch direkt die Boxen abgecheckt und die Shinies wurden auch bekannt gegeben. Also mehr Details dazu rund um das Event gleich danach. Aber erstmal zeige ich euch den ersten Eindruck der Boxen, den wir direkt im Stream hatten. An sich Boxen immer gut eigentlich, die sind halt nie schlecht. Natürlich gibt es ein paar
die einem mehr taugen, ein paar, die besser sind. Aber an sich eine Menge Brüter mit dabei, super Inkubatoren. Und wer eine Menge brüten will, kann sich die große Box auf jeden Fall holen. Aber wie gesagt, ich zeige euch das erstmal, meinen ersten Eindruck von den Boxen. Und dann reden wir noch über mehr Details vom Event. Aber wo sind die Boxen? Da sind die Boxen! Alter, die Boxen sind am Start, Leute! So! Checken wir mal die Boxen. Spezialbox. 3 Rauch, 3 Inkubator, 5 Glückseier. Naja. Naja. Eher nicht so toll. Mittlere Box. 6 Rauch, 6 Inkubator, 8 Glückseier, 6 Lockmodule. Ja. Haut mich auch nicht so vom Hocker. Jetzt große Box. 8 Raid-Pässe, 12 Super-Inkubatoren. Oida. 8 Raid-Pässe, 15 Glückseier. Ja, die Glückseier, Mann. Und 15 Lockmodule. Ja, okay, die ist schon nicht so schlecht. Man kann eine Menge brüten, aber... So, das war unser Eindruck von den Boxen. Schreibt unten in die Kommentare, wie ihr die Boxen findet. Ansonsten habe ich jetzt noch so einen kleinen Überblick. Kleine Info rund um das Event. Als Shiny gibt es Ammonitas. Natürlich die Entwicklung Amoroso, Kabuto, dessen Entwicklung Kabutops und Aerodactyl. Ist ganz cool, finde ich. Vor allem die drei Fossil-Pokémon. Passend dazu gibt es neue Feldforschungen. Da steht dann auch direkt Abenteuerwoche dran. Und die erste hat mich direkt sehr, sehr stark enttäuscht. Und zwar brütet 3 Eier. Ich habe die heute Morgen bekommen. Ich denke mir so, oida, da muss was richtig Krasses drin sein, weil 3 Eier brüten. Und dann schaue ich so in die Liste und man kriegt einfach so ein Ammonitas. Es ist Gesteinsevent, Ammonitas spawnt überall. Und dann gibt es so eine Quest, also schon ein bisschen enttäuschend. Aber die nächste Quest ist ziemlich geil und die ist auch relativ häufig. Entwickle ein Kabuto oder Ammonitas und es kommt Aerodactyl. Das Geile ist, wir sind ja alle auf der Jagd nach 100er Aerodactyl, oder zumindest ich. Und aus der Quest können die Pokémon auch Shiny kommen. Das heißt, brüte 3 Eier, es kann Shiny Ammonitas kommen, aber vor allem, es kann Shiny Aerodactyl kommen. Dreht 2 Pokéstops, die du noch nie besucht hast, klicken Onyx. Die Quest finde ich auch extrem schlecht. Erhalte 3 Bonbons mit deinem Kumpel, was jetzt ja reduziert wurde, aber mehr dazu gleich. Und zwar, was das Event alles bringt. Klickst du einen Kabuto, der kann auch Shiny sein. Und was ich ganz gut finde, brüte 2 Eier, ein Sonderbonbon. Und die ist auch relativ häufig, also versuch da auf jeden Fall ein paar Sonderbonbons zu machen. Werde mir vielleicht auch 1-2 Boxen kaufen, damit ich halt ein bisschen brüten kann und die Quest erfüllen kann, aber die Aerodactyl-Quest taugt mir halt böse hart. Die taugt mir extrem. Aber noch ganz kurz, was das Event alles bringt. Hier steht's in der Infografik, geviertelte Kumpeldistanz. Das heißt, für einen Legendären musst du nur 5 Kilometer laufen, für Lavita oder Dratini anstatt 5 nur 1,25 und für, keine Ahnung, Kleinstein oder Macholo, Carpador, die normalerweise 1 Kilometer brauchen, einfach nur ein Viertel davon. Also richtig krass. Und neue Raid-Bosse sind wie immer am Start. Passend zum Gesteins-Event natürlich Geowatz und Rizogos wieder am Start als Vierer. Aber das interessiert glaube ich eh keinen. Vor allem Geowatz ist tot. Ich habe hier so ein Bild, so ein Meme. Und zwar, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das akkurat ist, ob das korrekt ist. Aber da ist es so, da steht ein 0% Level 28 Despotar mit der neuen Attacke ist stärker als ein 100% Level 40 Geowatz. Also der Unterschied ist echt extrem. Also wenn das stimmt, dann sind 6 Despotars am C-Day einfach ein Muss. Die muss man entwickeln, egal wie schlecht die sind. Ihr seht ja, die sind trotzdem besser als ein Geowatz momentan. Als nächstes Dreier, sehr interessant, Potrot. Also ich kann es euch gleich sagen, den kann man nicht zu zweit machen. Denk schon voraus, den kann man nicht alleine machen, solo, sondern zu zweit. Zu zweit relativ locker, 40 Sekunden Restzeit oder so, aber zu zweit, das heißt, also ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich sag mal, solo nicht machbar, nicht dass dann irgendein Verrückter kommt und das dann doch noch solo macht. Aerodactyl ist wieder am Start und den gibt es natürlich auch als Shiny dann aus den Raids. Ich werde auch da versuchen, ein paar zu machen. Und Lunastein, beziehungsweise Sonfell, für uns halt Lunastein. Wieder regional nur die Raids. Einen werde ich auf jeden Fall machen. Lunastein eigentlich ziemlich selten geworden. Man könnte die Bonbons schon gebrochen. Weil ich will ja einen auf Max pushen, aber
jetzt extra dafür die Raids. Bin ich mir nicht sicher. Könnte eigentlich auch einfach so mit dem laufen oder so. Level 2 Muggelbaum, Makago, Nasknet und Level 1 Kabuto, Ammonitas, Anogith und Lilip. Eigentlich ziemlich cool die Sachen, aber auch eigentlich ziemlich nutzlos, weil die spawnen halt überall. Wieso sollte ich dann einen Raid Pass ausgeben, um dann ein Anogith oder so zu machen oder ein Nasknet, wenn der echt überall spawnt? Was nicht überall spawnt, ist Lavita. Ich meine, man kann es verstehen, demnächst CD Lavita. Wieso sollen die jetzt hier auch noch Lavita bei der Gesteinswoche, Abenteuerwoche Gesteinsevent raushauen? Was schade ist für alle, die sich dachten, okay, jetzt beim Gesteinsevent können sie sich noch ein paar gute Lavita holen und dann beim CD entwickeln. Also Datenanalytik echt vorausgeschaut. Dann gibt es auch natürlich einen Bonus während des Events, und zwar gibt es mehr EP für das Drehen von Pokestops und Pokédiscs, also Arenen. Und es hieß eigentlich in der Ankündigung, für neue Stops bis zu 10-fach EP, was mit Glückszeit 20 wären, was eigentlich dann 5000 EP pro Stop wären, aber irgendwie sind es nur 4200, ohne Glückszeit 2100 und mit Glückszeit 4200, also ich weiß nicht ganz genau wieso die das so geregelt haben. Dann natürlich, wie gesagt, vermehrte Gesteins-Pokémon, Kabuto, Ammonitas, Nasknet, Lilip, Anogith. Über Lilip freue ich mich. Ist ziemlich selten bei uns und die Bonbons kann ich gebrauchen. 100er leider noch nicht. Vielleicht fange ich ein, einfach so. Was nicht erhöht ist, wie gesagt, Lavita. Aber auch nicht sowas wie Aerodactyl. Lunastein, Podgot, also die Sachen, die sie in die Raids getan haben, sind nicht vermehrt. Was eigentlich ziemlich gut ist, weil sonst würde keiner die Raids machen, wenn es die eh überall dann wild spawnen. Und das war's, glaube ich, eigentlich schon. So ein kleiner Überblick. Neue Raid-Bosse, was das Event alles bringt. Neue Shinies, neue Feldforschungen, das war's von mir. Kleiner Überblick für euch. Schreibt unten in die Kommentare, wie ihr das Event findet. Was habt ihr bereits so gemacht? Habt ihr schon Shiny gefangen? Habt ihr ein paar Quests gemacht? Habt ihr ein paar von den neuen Raid-Bossen gemacht? All das unten in die Kommentare. Aber das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist Business.